Nach der brennenden Hitze in den ganzen letzten Parts in Welt 3 La Savanna und der Hitze im Real Life dürfte Donkey Kong und vor allem mir ein Ausflug an den Strand von Ozeanien definitiv eine gute und schöne Abwechslung sein. Lasst uns in die Wellen eintauchen in Player Del Kong. Oh, und dieser Name. Direkt Flashbacks an Super Mario Sunshine, mein allerliebstes 3D Mario, auch obwohl Odyssey noch um so viel geiler für viele Leute ist. Meinen Platz 1 Super Mario Sunshine konnte Odyssey nicht vertreiben. Und jetzt mal Spaß beiseite, ne? Es ist ja wirklich verdammt heiß schon wieder. Und dabei ist noch gar nicht mal Sommeranfang. Das ist wirklich nicht mehr zum Spaßen heutzutage. Und so wie das hier gerade schon aussah, allein dieser kleine Einblick in diese Unterwasserwelt hier, das war göttlich. Das sah so erfrischend aus. Und am liebsten würde ich jetzt auch einfach hier in irgendwelche Wellen eintauchen und das Leben genießen, aber natürlich muss ich jetzt hier sitzen und für euch den Part aufnehmen. Das Gute ist ja, dass es nachts meistens ein bisschen kälter ist als tagsüber und deswegen ist relativ gut, dass ich das jetzt hier gerade nachts aufnehme. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, nachts, wenn du dann im Zimmer sitzt und natürlich das Licht einhast, dann kommen natürlich die ganzen Insekten rein, wenn die werden natürlich vom Licht angezogen und deswegen habe ich nie bei Nacht ein Fenster offen und natürlich, wenn dann der PC läuft, ne, es gibt alles wieder Hitze ab und dann wird das wieder so verdammt heiß hier im Zimmer, das ist schrecklich. Und auch wenn du den kompletten Tag, so wie heute bei mir, hier gelüftet hast, den ganzen Tag habe ich offen gehabt. Heute war es sogar ausnahmsweise mal richtig kalt draußen, weiß auch nicht, was heute für ein abwechslungsreicher Tag war. Und trotzdem ist es jetzt gerade schon wieder so heiß. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und soweit ich mich erinnern kann, ich bin ja ein Kind der 90er Jahre, nicht wahr? Da kann ich ein bisschen mehr erzählen, weil als so manch anderer, ne? Zwar jetzt auch nicht wirklich so viel mehr, aber definitiv ein bisschen mehr, weil ich halt schon viel mehr Jahre erlebt habe. Ich bin ja auch schon 19. Und soweit ich mich erinnern kann an meine Kindheit, ich weiß auch nicht, ob ich das einfach immer komplett ignoriert habe in meiner Kindheit, aber soweit ich mich erinnern kann, war das im Sommer damals nie so schlimm wie heutzutage. Also das ist ja echt unglaublich, wie heiß das ist, wenn du da rausgehst, dann schwitzt du dich ja zu Tode. Da muss ich ja froh sein, dass ich Abendschule habe, weil es ist halt dann wieder schon ein bisschen kälter. Natürlich in der Früh, wenn du dann natürlich auch, jetzt hätte ich hier einen anderen Kong gebraucht. Mit Cranky kann ich mich gerade noch so gegen die Strömung ankämpfen. Für die Unterwasserwelt ist Diddy am besten, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ein kleines Versprechen am Rande. Und allgemein müssen wir unter Wasser ein bisschen vorsichtig sein, denn wir haben ja jetzt nicht so wie der gute Funky, der ja eine Taucherbrille mitgenommen hat, was mir im ersten Part ja auch gar nicht aufgefallen ist, wenn ich mal ehrlich sein darf. Wir haben keine Taucherbrille, haben deswegen eine Luftanzeige, die wir oben neben unseren Herzen sehen können. Und wenn die leer wird, ja, dann stehen wir blöd da. Deswegen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja, auf das, was ich halt hinaus möchte, war das immer schon so heiß im Sommer? Oder täuschen mich da etwa meine Erinnerungen? Weil soweit ich mich erinnern kann, war das früher. Ne? Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahrgang ihr seid. Seid ihr schon aus den 2000ern? Oder seid ihr ebenfalls 1900 irgendwas? Lasst es mich gerne wissen und lasst mich vor allem gerne wissen, wie eure Erinnerungen an den Sommer damals waren. Also, mir kommt es so vor, als würden wir immer näher den Äquator rücken, keine Ahnung. Weil natürlich näher am Äquator, da ist es natürlich dann auch heißer. Und irgendwie so kommt es mir auch vor, als würden wir jedes Jahr näher an den Äquator rücken. Natürlich, ne, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Klimaerwärmung und sowas und das wird natürlich alles ignoriert. Klar, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es immer heißer wird. Ja. Aber es ist mittlerweile echt krass. Es ist mittlerweile echt übertrieben krass, wie heiß es geworden ist. Und das halt, wie bereits gesagt, noch nicht mal im Sommer. Wir haben jetzt, es war schon im März gefühlt extrem heiß und im April dann noch krasser und jetzt im Mai haben wir irgendwie in meinen Augen den Höhepunkt erreicht, was die Hitze angeht. Deswegen, ja, es ist nicht mehr spaßig. Es ist wirklich nicht mehr spaßig. Was außerdem nicht spaßig ist, meine Damen und Herren,
ist, dass der gute Ultra dann einfach mal gestern keinen Part hochgeladen hat. Was war da denn los, Ultra? Nun, der gute Ultra muss sich leider auf was anderes konzentrieren. Das tut mir sehr, sehr leid. Weil, ich habe zwar meine Zeit in YouTube gesteckt, möchte jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, was ich sie gesteckt habe letzten Endes die Zeit, aber das hat mich halt den ganzen Tag gekostet und auch heute den ganzen Tag bereits saß ich an diesem Zeug, das dauert halt leider auch alles ein bisschen. YouTube ist nicht mal sowas, was man nebenbei erledigt, das ist ein harter Job geworden mittlerweile und hier kann ich den Kong wechseln, dann werde ich das auch direkt mal machen, weil der Cranky, so gut sein Stock auch unter Wasser gegen Gegner funktioniert, liebe ich dann doch eher Dixie oder Diddy. Um einiges mehr, Dixie eben mit ihrer Haarpracht kann sie hier gegen Strömungen ankämpfen und vor allen Dingen kann man mit Dixie relativ präzise schwimmen. Deswegen für präzise Schwimmen empfehle ich Dixie. Für schnelles Vorankommen im Zeitmodus empfehle ich den guten Diddy mit seinem Unterwasser-Jetpack. Und den guten Cranky, ja, den kannst du unter Wasser so gut wie vergessen. Auch wenn er an der Overworld relativ OP ist. Ja, hier hat man es gerade gesehen, kann man relativ gut gegen die Strömung ankämpfen mit der guten Dixie. Und auch wieder eine wunderschöne Welt. Hier unten auch mit, ich glaube, das ist Retro-Donkey Kong-Musik. Ich glaube es. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist Retro-Donkey Kong-Musik, die gerade läuft. Hier aus den alten Wasserleveln aus Donkey Kong fürs SNES. Nice. Ich kann mich nicht beschweren. Was ich mich aber dennoch beschweren kann, ist bei diesem Secret Exit in dem ersten Level direkt. Denn das ist ja, oh ja, das ist alte Donkey Kong Musik. Dum, dum, da, da, dum. So geil. Ich lieb sie. Mega gut. Ja, wie gesagt, Secret Exit, da muss man nämlich da vorne dieses Ding aktivieren, diese drei Knüppel. Und dann kommt man hier hin, an diese Stelle, wo man ein Puzzleteil bekommt. Und wenn ich jetzt hier weiter gegen die Strömung ankämpfen würde, dann würde ich zum Secret Exit von diesem Level gelangen. Das werden wir jetzt aber erstmal ignorieren. Weil jetzt nehme ich erstmal den Standard-Exit mit und dann schneide ich das euch wieder rein. Das ist mir nämlich um einiges lieber, als wenn ich da jetzt dann wieder bis an die Stelle schneiden muss und mir dann wieder KONG zu sammeln muss. Weil das bleibt ja nicht wie im Funky-Modus. Gespeichert, ne? Super. Und da habe ich Dixie verloren. Hupsie. Das kann passieren. Sollte aber nicht passieren. Was vor allen Dingen nicht passieren soll, ist, dass ich jetzt nochmal getroffen werde, denn sonst wäre es das gewesen. Und natürlich kriege ich jetzt den vermaledeiten Cranky wieder mal. Na gut, Unterwassersteuerung kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber sie ist relativ präzise. Genau diese präzise Steuerung macht's halt manchmal so frustrierend, weil, naja, die Entwickler fordern natürlich dann auch eben auch etwas von einem. Desto präziser die Unterwassersteuerung, desto mehr wird natürlich gefordert. Oder das, ja, ne, das ist in jedem Spiel so. Desto präziser die Steuerung, desto fieser können die Entwickler sein. Deswegen ist ja auch Super Meat Boy zum Beispiel so schwer, weil natürlich in Super Meat Boy die Steuerung genau das ist, was das Spiel ausmacht. Und das ist, was das Spiel so schwer macht. Weil die Steuerung in Super Meat Boy, die muss man beherrschen. Ansonsten, ja, kann man es direkt vergessen in Super Meat Boy. Und verständlich. Ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus möchte. Genauso ist es halt auch leider hier in Donkey Kong. Desto präziser, desto schlimmer. Und natürlich, ich muss es auch dazu sagen, was ich jetzt noch gar nicht getan habe, unter Wasser. Das gab's in Returns nicht, meine Damen und Herren. Ja. Und das gab's in Returns auch nicht. Scheiße. Verdammt. Unterwasserlevel gab's in Returns nicht. Haben viele vermisst. Sehr, sehr viele haben Unterwassersteuerung in Returns vermisst. Und deswegen haben sich die Entwickler das natürlich zu Herzen genommen und haben die dann kurzerhand hier eingebaut. Was die Entwickler hier auch kurzerhand einbauen hätten können, wäre eine Möglichkeit gewesen, sich hier umzubringen, weil jetzt muss ich hier leider warten, bis meine Luft zweimal abgelaufen ist, um dann zu sterben, um dann den Abschnitt hier nochmal zu spielen. Nun, hilft alles nichts, da müssen wir nun gemeinsam durch. Allgemein, ich denke auch nicht, dass wir die Wasserwelt genauso schnell abschließen können wie alle anderen Welten zuvor, weil, naja, es ist eine Wasserwelt. Unterwasser-Level dauern halt einfach schlicht und einfach längsamer. Aber
allein der Ausblick. Man muss sich hier in diesen Leveln halt auch alleine mal den Hintergrund nur ansehen. Zum Beispiel auch hier beim Ziel. Alter, ist das hübsch. Das sieht aus wie ein Aquarium gefühlt. Also wie mich da den Fischen im Aquarium zusehen wird. Und, oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Und auch der Soundtrack in dieser Welt überzeugt mich komplett. Also, ich bin auch der Meinung, ich habe ja mal Total Odyssey Let's Played. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas noch sagt. Seid ihr schon so lange dabei auf meinem Kanal? Seit dem Total Odyssey Let's Play? Ich weiß es nicht, wie lange ihr schon dabei seid. Ich weiß nur, jetzt haben wir zum Beispiel hier auch mal den guten Diddy unter Wasser. Der kann eben hier sein Jetpack einsetzen. Damit kann man dann so düsen. Relativ schnell unter Wasser. Deswegen ist er in den Time Trails, also in den Zeitherausforderungen, relativ der Beste. Und auf was ich jetzt eben hinaus wollte, Total Odyssey habe ich Let's Played. Und da gab es auch verdammt geile Musik. Und jetzt kriege ich das Geh nicht. Das kann nicht wahr sein. Wow. Und dann verliere ich sogar auch noch Diddy. Gut, dann lass erstmal hier versuchen, das Puzzleteil zu sammeln. Dann muss ich sowieso nochmal mich umbringen, um jetzt an das Geh zu kommen. Es hilft alles nichts. Ich stelle mich halt an wie ein Lappen. Und das kann man auch gar nicht anders sagen, weil ich bin anscheinend auch ein Lappen. So, und was war daran jetzt so schwierig, lieber Ultra? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, warum habe ich jetzt ausgerechnet das G vergessen? Nun, auf was ich hinaus wollte, die Musik hier. Wir haben größtenteils geremakte Musik aus Donkey Kong Country 1 und Donkey Kong Country 2, was relativ viele Fans definitiv gefallen dürfte. Relativ vielen Fans gefallen dürfte. Und ansonsten haben wir noch natürlich eigens neu komponierte Musik vom guten David Wise hier. Und ja. Naja, jetzt habe ich hier wieder Luft geholt. Ich bin doch auch ein Vollpfosten. Ja, und da sind natürlich auch geile Lieder dabei. Und eines dieser Lieder erinnert mich eben an Turtle Odyssey. Ich glaube eher an Turtle Odyssey 2 als an Turtle Odyssey 1. Aber wir warten ab und ich sage euch Bescheid, sobald der Track im Hintergrund läuft. Jetzt würde ich aber gerne nochmal sterben. Also Donkey, wäre nett, wenn du hinne machen könntest. Denn, naja, ich habe heute noch mehr vor als nur dieses eine Level in dem Part. Ihr könnt nebenbei erwähnt auch immer in der Beschreibung sehen, welche Parts wir in den einzelnen Videos geschafft haben. Auf 100%, falls es euch interessiert und ihr irgendwo nicht weiterkommt oder so. Einfach in die Beschreibung gucken. Da steht alles drinnen. So. Ach, ich werde aber auch hier jedes Mal getroffen. So, gib mir das N. Ja, das war fast richtig. So ist es schon ein bisschen eher richtig. Jetzt natürlich Vorsicht, nicht verkacken. Weil sterben möchte ich definitiv nicht. Und dann schnappe ich mir die gute Dixie. Jetzt sieht man eben hier Dixie für präzise Schwimmen. Das habe ich gut präsentiert, Ultra. Das habe ich richtig gut präsentiert. Wiedersehen, Dixie. Ist sowieso nur ein unnötiger Nebendarsteller. Dich benötigt niemand. An sich dürfte man unter Wasser auch nie Luftprobleme bekommen, weil, naja, die meiste Zeit ist halt hier wirklich Luft in der Nähe. Und sollte man jetzt sich nicht wirklich genauestens umgucken und jeden Winkel untersuchen, dann dürfte es eigentlich luftmäßig funktionieren. So, und jetzt nix mehr ab ins Ziel. Jetzt habe ich keinen Bock mehr! Einziges Problem, ich muss nochmal rein. Wie gesagt, es gibt hier einen Secret Exit. Verdammt. Yay. Aber schon mal ein hammermäßig geiler Auftakt für die Welt. Und ich kann versprechen, genauso hammermäßig geht es auch weiter. So, ich wäre wieder an der Stelle angelangt. Und wie gesagt, hier zurückschwimmen, da wo ja bereits das Puzzleteil war. Und dann braucht ihr natürlich wieder einen Kong in diesem Level. Die gute Dixie, denn die kann, wie bereits gesagt, mit ihrem Special, den man unter Wasser nebenbei erwähnt, mit A aktiviert. Und wenn ich jetzt A gedrückt halte mit Dixie, dann setze ich diesen schneller Schwimmen ein. Mit Diddy muss ich zum Beispiel
den A-Knopf immer wieder abwechselnd drücken, also für jeden Schub kurz nach vorne mit Diddy. Also bei Dixie kann ich es aktiviert halten und bei Diddy muss ich das immer wieder neu aktivieren. Und bei Cranky setze ich halt den Stock mit dem Angriffsknopf, also mit dem Rollknopf ein, falls es euch interessiert. Nur mal so nebenbei erwähnt. Sehr schön. Bananenmünzen, die nehme ich gerne mit. Und damit hätten wir ein Secret Exit. Keine Kong-Buchstaben benötigen wir eh nicht. Haben wir ja so oder so. So, ja gut, dann den Secret Exit ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir machen mit denen da oben weiter, mit Aqua Attack. Denn das ist ein Level, das sich bestimmt noch in dem Part ausgeht. Das ist nämlich ein... Sekunde, man dürfte es vielleicht auf der Overworld schon gesehen haben. Jemand ab, der Ladescreen lädt. Luft holen. Ja, das ist ein... Ich würde es gerne jetzt erwähnen. Ich glaube, wir kommen gar nicht dazu, weil hier ist jetzt erstmal ein Bonus-Level. Sehr schön. Egal, ich spoiler. Das ist ein Lorn-Level. Und auch dieses Lorn-Level ist einzigartig. Es ist zwar jetzt kein Unterwasser-Lorn-Level, das natürlich noch ein bisschen geiler wäre, aber es ist so eine Art, ja, doch Unterwasser-Level. Nur, dass wir halt nicht unter Wasser sind, aber das Wasser ist dennoch um uns rum. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Aber zuerst natürlich hier das Puzzleteil mitnehmen. Da 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 deal da doodly die. Yeah! 5 Puzzleteile also. Na gut, das dürfte ja nicht das Problem sein. Und nix wie rein in die Lore. Und da düsen auch schon die Wasserfontäne nach oben. Und halten uns zum Glück hier die ein oder anderen Schienen hoch. Denn ansonsten würde es schlecht für uns aussehen. Einziges Problem, natürlich wollen die Haie auch ein bisschen was vom Affenfleisch. Und deswegen springen die auch hoch. Aber wir verpissen uns jetzt erstmal. Und zwar in eine Höhle. Und das sieht so geil aus hier. Das sieht so hammergeil aus. Und ich glaube, man sieht es auch schon. Es ist so ein bisschen... nicht eine Standard-Unterwasserhöhle, es ist eher so ein Unterwassertunnel, bei dem rechts und links immer so ein bisschen Glas ist, durch den man eben die Unterwasserlandschaft noch ein bisschen bewundern kann, durch diese Glasfenster rechts und links. Und das ist halt echt hammermäßig geil. Und ich weiß auch nicht, wo es sowas gibt. Ich weiß, dass es sowas auch in Real Life gibt. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es das im Disneyland, nee, nicht im Disneyland, im Legoland, oder? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich mal im Legoland in sowas war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da hatten die ja auch mal so Lego Atlantis Stuff. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Und da haben die ja... Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich mal in sowas war. Jedenfalls hammergeil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das sieht erstens megamäßig geil aus. Zweitens kann man die Tierwelt elegant bewundern. Drittens verpasse ich im Brüsseldal. Viertens bringe ich mich freiwillig um. Das war jetzt aber nur bezogen auf Donkey Kong, mal nur so nebenbei. So, gut, da habe ich zwar die gute arme Dixie verloren, tut auch nichts zur Sache. Dann düsen wir halt hier nochmal mit Donkey alleine durch das Level. Das wollte ich gerade sagen, ist auch nicht so schlimm, aber jetzt ist irgendwie der Wurm drin, muss ich gestehen. Also langsam aber sicher geht's hier in Welt 4 bergab mit meinem Skill. Und das, obwohl es eigentlich die ganze Zeit so gut lief, das muss ich halt wirklich auch gestehen, weil bis jetzt kann ich mich in diesem Let's Play noch nicht beschweren. Wir hatten Welt 1 bis 3 keine Probleme. Und jetzt auf einmal fängt der Part hier so an. Ich hoffe, das bleibt einmalig. Wir haben jetzt hier 4-1. War jetzt auch nicht wirklich eine Glanzleistung, würde ich behaupten. Da haben wir Puzzleteile übersehen. Dann haben wir G-Buchstabe übersehen. Also es war wirklich traurig mit anzusehen, was ich da gemacht habe. Und... auch traurig mit anzusehen ist, was ich hier mache. Zum Glück habe ich jetzt hier das Puzzleteil bekommen. Und gleich wartet nochmal ein kleines Spektakel auf uns. Und zwar nach dem N wechselt dieser Lorenabschnitt von einem 2D-Lorenabschnitt in, meine Damen und Herren, einen 3D-Lorenabschnitt. Und das war beim ersten Mal der Wahnsinn. Das war richtig geil. Damit hat niemand gerechnet. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Tipp. Haltet euch am besten links, denn da spawnt der G-Buchstabe. Dann müsst ihr dieses Level nicht zweimal spielen oder euch hier in diese Schlucht kurz vorm Ziel stürzen. Das wäre unnötig. Und hier allein dieser Hintergrund, nicht wahr? Allein dieser Hintergrund. Das ist wahnsinnig schön.
Das ist so schön designt. Die Natur gemischt mit der Moderne. Modern eben wegen dem Glas. Und natürlich im Hintergrund die Tierwelt. Fauna, Flora und Moderne vereint. Schön! Das kann man nicht schöner sagen, würde ich sogar spontan behaupten. Fauna, Flora und die Tierwelt. Nee, und die Moderne. Schön gesagt, Ultra. Da könnte man ja fast denken, dass du was gelernt hast. So, ich weiß gerade nicht, was ist das nächste Level? Tiefseetourismus. Könnte sich das noch ausgehen? Strecken wir den Part noch ein bisschen? Ach komm, einfach rein. Augen zu und durch. Wir packen noch den Tiefseetourismus hier rein in den Part. 4-3. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Level ist. Ich bin ja, wie bereits gesagt, im Funky-Modus nebenbei dabei zu spielen. Überall. Auf Shiny Gold. Und... Oh, allein, ne, ich muss da gerade nochmal hochgehen. Dieser Hintergrund. Geil. Der Wasserfall. Das muss man einfach erwähnen. Das sieht so schön aus. Und dann dieses blaue Wasser. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Und ich merke gerade, was das für ein Level ist. Ein Silhouettenlevel. Gemischt mit den Quallen, die hier unter Wasser für Licht sorgen oder den Leuchtfischen. Und was ist das hier? Eine Seeanemone. Die sehen ja so ein bisschen aus wie Gehirnhälften, könnte man sagen, die Seeanemonen. Relativ geil. Hier haben wir auch schon das K. Ja, Neus. Da nehme ich gerne mit. Hier muss man sich halt wirklich die Zeit nehmen in den Unterwasserleveln. Und gerade läuft der Track. Der Track ist einfach nur geil. Ich liebe ihn. Der lief auch schon im ersten Level. Ganz am Anfang, ganz kurz nur. Oh, das erinnert mich halt so hart an Ding, an Turtle Odyssey. Da lief zwar immer wieder dasselbe Lied in Turtle Odyssey, aber diese Lieder in Turtle Odyssey waren alle gut. Und haben sich ungefähr so angehört wie das hier. Also wenn euch dieser Track hier gefällt, dann solltet ihr vielleicht bestenfalls mal in mein Turtle Odyssey Let's Play reingucken. Das ist auch ein 2D-Jump'n'Run für den PC. Ein relativ altes 2D-Jump'n'Run. Aber alt bedeutet ja nicht gleich schlecht, wie man ja auch an der Donkey Kong-Reihe perfekt präsentieren kann. Denn es gibt viele, die natürlich die alte Trilogie der neuen bevor... Und jetzt hat sich der dumme Fisch hier extra aufblasen müssen, ne? Das ist der Wahnsinn. Es gibt natürlich viele, die die alte Trilogie noch bevorzugen im Gegensatz zur neuen. Verstehe ich voll und ganz. Denn auch die alten Spiele hatten seinen Charme und natürlich seine Schwierigkeit. Aber wenn es nach mir geht, ich gehe dann doch lieber ein bisschen auf Grafik. Dann bin ich ja doch lieber eine kleine Grafikhure. Tut mir leid. Na gut. Ein Puzzleteil erst. Das ist ein bisschen mau. Deswegen lasst uns mal... Ich glaube, ich werde mal ganz kurz hier den guten Diddy mitnehmen. Und da oben das Teil hier öffnen. Denn da oben dürfte es, glaube ich, direkt das nächste Puzzleteil geben. Hier, Bonus-Game-Zeit. Aber dieser Track. Dieser Track. Und ich kann euch gleich sagen, die geilsten haben wir noch nicht gehört. Also alle, die jetzt dazugehören und sagen, hey, ich bin so ein Typ, der feiert die erste Donkey Kong-Trilogie mega. Bleibt dran. Bleibt dran. Die Welt hat noch so viele Überraschungen, was den Soundtrack angeht, zu bieten. Da war jetzt das hier in Donkey Kong Country 1 Soundtrack in Level 1, das war noch das Mindeste. Ja. Da gibt's noch Geileres. Ich muss auch ein bisschen gestehen, ich glaube hier spielt auch eine Panflöte, kann das sein? Ich glaube, spielt hier in dem Track auch eine Panflöte. Das ist nämlich auch, ich glaube, so ein Grund, warum mir dieser Track hier, ja, das ist, glaube ich, die Panflöte. Da. Das ist, glaube ich, so ein Grund, warum mir der Track so gut gefällt. Ich bin ja auch ein absoluter Fan von dem Spirit-Tracks-Theme. Ja, ich weiß, ich sollte es vielleicht irgendwann let's playen. Es tut mir leid. Ich bin ein absoluter Fan von dem Spirit-Tracks-Theme. Ich glaube, wegen der Panflöte. Denn wir waren mal bei so einem Nicht-Panflöten-Konzert. Das war eher so ein Stadtfest, könnte man fast schon sagen. Und da hat so eine Panflötenband gespielt, um halt ein bisschen Kohle zu verdienen für ihre Band. Und
Ich war absolut begeistert von dieser Panflötenmusik und habe mir sogar von denen eine CD gekauft. Da sind 17 Tracks drauf. Ich habe sie zwar nur einmal gehört, aber ich mochte diese Panflötenmusik mega. Und auch hier, ich glaube, es liegt an der Panflötenmusik, wenn ihr mich fragt, warum ich das hier liebe. Ne? Nicht umsonst liebe ich Spirit Tracks, die Theme, wenn man mit dem Zug unterwegs ist. Oder eben jetzt genau diesen Track. Es muss irgendeinen Grund haben. Und du kannst mir nicht sagen, dass das absoluter Zufall ist, dass in beiden Tracks eine Panflöte vorkommt. Nein, das glaube ich dir nicht, wenn du mir das sagst. Nein. Und jetzt brauche ich schnell Luft, weil ansonsten sieht es gar nicht mehr so gut aus. Ja, da habe ich leider den guten Diddy opfern müssen. Ich hätte gehofft, dass es vielleicht ohne eine Opferung funktioniert. Ja, das war wohl... Ja, das war wohl leider nichts. Schade, schade. Ey, wir haben so wenig Puzzleteile. Was da los? Oh, da ist das N. Sieh und staune, wir sind fast durch. Und mir fehlen verdammte 6 Puzzleteile. Was da los? Was ist da los? Na gut, hier haben wir noch ein Puzzleteil, definitiv. Das sieht selbst ein Blindfisch. Dass wenn man hier alle Bananen einsammelt, mit einem wunderschönen Dolphin Jump aus dem Wasser, dann spawnt hier eines, aber nee. 4 an der Stelle. Das kannst du jemand anderen erzählen, dass das hier, dass das alle waren bis jetzt. Das glaube ich nicht. Aber wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Wäre schön, wenn ich nichts einblenden müsste. Wäre sehr, sehr schön. So, da drüben, du kommst mal mit, lieber Pinguin. Denn dich benötige ich hier bei dem Teil. Das hat man auch gesehen, dass ich da was gegenwerfen muss. Um hier wieder etwas freizuschalten. Ein weiteres Puzzleteil. Damit hätten wir schon 5. Ja, natürlich 5. 4 fehlen noch. Und wir sind jetzt schon beim G. Also, wahrscheinlich gleich. Da haben wir zum Glück noch eins. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Es sieht auch teilweise okay aus. Es sieht teilweise okay aus. 6 von 9. 1 erwarte ich wieder hinter dem Ziel. Ich weiß es nicht. Warten wir es ab. Aber ich habe das Gefühl, ich habe 1 verpasst. Es dürfte jetzt ja auch gleich das G kommen. Oder haben wir schon? Ich glaube nicht. So, hier ist natürlich auch klar, wenn man hier länger den Fischschwarm folgt, da kriegt man auch früher oder später etwas. Und so zum Beispiel auch hier. Kommen wir nämlich hier rein. Wenn wir hier alle Bananen einsammeln, dann gibt es ein Puzzleteil. Und gleich gibt es einen Tod, weil der gute Ultra keine Luft mehr hat. Komm, ich überlebe das. Nein! Ja, das lief nicht so gut. Tut mir leid. Kann jedem passieren. Kann jedem passieren. War auch ein bisschen zu viel verlangt, gerade Entwickler. Das kann man gerade nicht abschweifen. Das war gerade echt ein bisschen viel verlangt. Mit so wenig Luft hier unterwegs. Dann natürlich da drin auch dieses kleine Minispiel. Nee. Das hätte nicht gut gehen können. Ja, und wie ich es vermutet... Als ob ich das jetzt nicht aktiviert habe. Wie ich es vermutet habe. Uns fehlt ein Puzzleteil. Wir sind jetzt gerade auf der Zielgeraden. Kann ich schon mal spoilern. Jetzt droppt hier gleich das G. Hier seht ihr es. Damit wären wir auf der Zielgeraden. Natürlich... Wartet auch hinter dem Ziel noch was? Kleines Bonus-Game. Sogar ein relativ schwieriges Bonus-Game. Hey, hey. Das muss nicht auf Anhieb klappen. Das muss definitiv nicht auf Anhieb klappen. So, ich werde jetzt auch hier auch ein bisschen mit Chaos spielen. Und die eine oder andere einzelne Banane hier noch rumfliegen lassen. Weil die einzelnen Bananen, auf die kommt es nicht an. Auf die fällt man irgendwann durch Zufall auch rein. Ich glaube, schwieriger ist es, wirklich die wichtigen Stellen abzugrasen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung in diesem Bonus-Level. Das war definitiv neu, das haben wir noch nicht gesehen. So, ja, ich werde dann einfach das letzte Puzzleteil leider wieder einblenden müssen. Hilft alles nix. War aber ein guter Auftakt für die Welt, finde ich persönlich. War geil, hat Spaß gemacht und war ein relativ langer Part. Weil es gestern keinen Part gab, gibt's auch heute um 18 Uhr direkt weiter mit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bleibt dran, gebt dem Part einen Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat.
Und wenn ihr wissen wollt, wo ich das Brüsterteil übersehen habt, dann bleibt jetzt auch noch kurz dran. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Ultra. Tut mir leid, aber hier muss ich nochmal einschalten. Alter, gönnt euch diesen Hintergrund. Die Schiffswracks im Blau. Ist das geil. Und jetzt schwimmt noch ein Wal vorbei. Zwei sogar. Und die sehen halt wirklich aus wie die Wale aus, oder der eine Wal aus Donkey Kong Country Returns. Hey. Keine Ahnung, ob das der war. Aber in dem Level lohnt es sich auf jeden Fall schon mal wieder auf den Hintergrund zu achten. Also, ich habe es ja bereits gesagt. Falls es euch eh nicht interessiert, das Gameplay, dann achtet einfach mal auf den Hintergrund. Es lohnt sich. Es lohnt sich in diesem Spiel so hammermäßig. Ja, gut, ich lappen. Und da spiele ich schon so gründlich und dann übersehe ich sowas. Naja, gut. Dann hätten wir alles.